Hi, hier ist dein Rezeptur-1x1. Heute geht es um RX und doch nicht erstattungsfähig. Anlage 1 der Arzneimittelverschreibungsverordnung regelt, wann ein Wirkstoff verschreibungspflichtig ist. Ist dies der Fall, übernehmen die Kassen die Kosten für Rezepturen. Dabei genügt es, wenn einer der rezeptierten Inhaltsstoffe verschreibungspflichtig ist. Der Liefervertrag der Ersatzkassen verpflichtet in § 5 nicht zur Prüfung auf verschreibungspflichtige Rezepturverordnung, sondern nur zur Prüfung auf nicht verschreibungspflichtige Rezepturen. Wie immer gibt es Ausnahmen, auch bei verschreibungspflichtigen Substanzen. Denn unter Umständen fallen diese in bestimmten Dosierungen oder bei ausgewählten Indikationen nicht unter die Verschreibungspflicht und sind somit auch nicht erstattungsfähig. Hier einige Beispiele. Alphatradiol. Anwendung auf der Kopfhaut bei leichter androgenetischer Alopezie ab 18 Jahren. Benzokain, Anwendung auf Haut oder Schleimhaut, mit Ausnahme Anwendung am Auge. Ciclopirox zum äußeren Gebrauch, beispielsweise auf der Haut bei Erwachsenen und Schulkindern. Clotrimazol zum äußeren Gebrauch, bei vaginalen Rezepturen mit einer Gesamtmenge bis zu 600 Milligramm. Clotrimazol verteilt auf bis zu 3 Einzeldosen bei einer Anwendungsdauer bis zu 3 Tagen. Hydrocortison bis zu 0,25%, Hydrocortison oder Hydrocortisonacetat, berechnet als Hydrocortison, bis zu einer Menge von 50 Gramm, 0,25%, bis zu 0,5%, Hydrocortison oder Hydrocortisonacetat und bis zu einer Menge von 30 Gramm zur äußerlichen Anwendung über höchstens 2 Wochen. Lidocain zum Aufbringen auf die Haut oder Schleimhaut, Ausnahmen, Anwendung am Auge und am äußeren Gehörgang. Linderung von neuropathischen Schmerzen nach einer Herpes-Zoster-Infektion, Arzneimittel zur parenteralen Anwendung ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Konzentration bis zu 2%. Minoxidil, topische Anwendung bei androgenetischer Alopezie bis zu 5%.